Fach zusammen. In diesem kleinen Clip geht es um das Gold. Und ich gehe direkt rein. Vor euch liegt der Monatschart, sprich eine Kerze, ein Monat. Auf den ersten Blick fällt auf, dass wir von der letzten Bewegung hoch bis zu 1960 haben wir jetzt ziemlich genau auf das 38er FIBO-Level aufgesetzt als Retracement. Aber das ist auch eine Geschichte, die möchte ich gerne noch beobachten bis zum 28. Februar, bis der Monat rum ist. Denn momentan ist es eine Art Bearish Engulfing Pattern. Dieser Körper ummantelt komplett diesen Körper. Da muss man ein bisschen aufpassen. Es wäre mir schon lieber, wenn es mal so wenigstens 10, 15 Dollar oder Punkte nochmal hochgehen würde. Weil das wird beobachtet werden von Langfristinvestoren, von größeren Langfristinvestoren. Das wäre also nicht so schön, wenn wir da runtergehen, aber wir haben gleich, gehen wir größer dran, wir haben gleich die 20-Monats-Linie auch noch als Support bei 1803, gefolgt von dem 50er-Retracement bei 1787. Also hier ist eine Unterstützungszone, das sehen wir jetzt gleich im Tageschart noch viel besser. Vom Monat her sind wir nach wie vor in Ordnung, ich mache das mal, dass man es schöner sieht, ein bisschen größer. Das ist alles hier noch weiter positiv. Positiv habe ich nichts zu meckern. Das ist der einzige Chartpunkt, wo ich sage, aufpassen. Denn wir sind also auch fast punktgenau an das obere Monatsband rangelaufen. Man sieht hier diese Macht, diese Mauer hier oben, im Bereich knapp unter der 2100. Sehr schöner Monats-Shootingstar. Und der dann auch gleich gefolgt wurde mit Kursen von um die 1600. Also beim Monatsstart, der grundsätzlich von der Technik in Ordnung. Aber diese Kombination hier, das möchte ich gerne noch beobachten und das sind ja nur noch 4 Tage. Dann gehen wir mal auf die Woche. Hat sich sehr schön abgebaut aus diesem komplett überkauften Bereich hier mit dieser langgezogenen Aufwärtsbewegung hier. Komplett Verkaufssignal kam hier durch diese Kerze hier. Dann sind wir hier drunter und da ist auch noch kein Ende angesagt. Wir sind weiterhin negativ über das MACD. Aber auch hier eben hatten wir so bei 1803 die 20-Monats-Linie. Und jetzt ist das hier die 20-Wochen-Linie bei 1796. Also auch hier dieser Bereich ist eine gute Unterstützung, meines Erachtens. Und jetzt gucken wir auf den Tag. Hier ist der Tag. Voilà. Hier sieht man diese Abwärtsbewegung ein bisschen deutlicher. Auch hier waren wir deutlicher überverkauft. Das war hier in diesem Bereich so 1950. Und dann ging es runter. Den letzten Film, das ist jetzt ungefähr 4 Wochen her, hatte ich mit Überschrift betitelt, braucht eine Pause. Ja, die nimmt sie gerade. Und wir sind jetzt hier perfekt an diesem 38er. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Da hängen wir dran. Das ist gleichzeitig das alte High. Also ist schon eine schöne Marke. Gefällt mir gut. Als nächste Unterstützung gibt es natürlich das untere Bollinger Band, aber das geht noch ein bisschen weiter runter. Das 50er Retracement bei 1787, die 200-Tage-Linie. Und dann haben wir erst ein bisschen tiefer hier den Bereich 1746. Wir sind von der ganz kurzfristigen Technik, Tagestechnik, gelten wir jetzt schon wieder als überverkauft. Die hat sich komplett abgebaut. Die hat die ganze Bewegung hier komplett wieder, sagen wir mal, abgebaut. Und wir sind okay, aber eher noch neutral im MACD. Ich mache so. Das ist der Schein, den ich mir ausgesucht habe. Das ist eine Basis 1729. Da sind wir hier unten, unterhalb von diesem letzten Zwischenhoch. Der hat im Moment einen 19er Hebel, ist die KG6 LD7. Ich kaufe mir jetzt die ersten Schnüffelstücke. 10%. Mehr ist es nicht. Einfach um das ein bisschen mehr zu spüren. Nicht mehr als das. Ein gutes Kaufsignal entsteht mit Überbieten von der 1848. Das sind hier diese kleinen 2 Hochs. Wenn wir da drüber gehen, dann ist er freier. Ein besseres entsteht erst über 1891. Dennoch bin ich der Überzeugung, dass das Gold vielleicht nochmal hier irgendwo hier eintauchen kann. Vielleicht sogar die 1800 unterbietet. Aber ich mache es jetzt so, ich kaufe, wie gesagt, die ersten 10%. Werde um die 1800, wir hatten die 20-Monats-Linie bei 1803, und die 20-Wochen-Linie über 1797 war es jetzt, glaube ich. Da werde ich die nächsten 10% kaufen. Sollten wir vorher hochgehen,
werde ich die Position zumachen über 1848. Zumachen heißt also komplett dazu kaufen. Jetzt möchte ich erstmal Schnüffelstücke haben und gebe dem auch noch ein bisschen Platz. Deswegen ist der Schein, den ich aussuche, so tief, 1729. Also es ist noch kein kurzfristiges Kaufsignal entstanden, aber ich meine, dass das hier so eine komplette Soft Landing Area ist. Ja, also hier haben wir auch 200 Tage Linie, 1776. Also dieser ganze Bereich hier, ich kann das nicht auf den Punkt genau sagen. Ich rechne damit, wie gesagt, nochmal hier vielleicht auf die 1800, das ist möglich. Aber auf Sicht von mehreren Wochen sollten wir dann eher wieder den Weg hier hoch machen und dann vielleicht oder sogar meines Erachtens nach wahrscheinlich die 2000 überbieten. Dann mal gucken, was er da macht. Also ich habe jetzt keine Angst mehr, weil das hier gefallen ist. Rechne damit nochmal mit dem Eintauchen, gehe jetzt Kleinigkeiten long, behalte mir aber noch erhebliches frei, also 10% finde ich jetzt nicht viel, Schnüffelstücke sind immer gut und dann mal gucken, wie sich der Freund von hier aus weiterentwickelt. Und damit wünsche ich euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.